Start. Akt 2, ein fast leeres Plätzchen. Claire is putting a lot of faith in this legend. And Tobias was pretty spooked by it. I'm not interested in the myth. But if it helps me get Nikki, then I'll use it. Sieht ja irgendwie aus wie Fort Knox oder so. Nee, hier, wie heißt das Gefängnis, was auf der Insel ist, in San Francisco? We played poker, had a nice talk. What did he say? Clara, it's real. I told you. Don't go in without me. I'm on my way. Don't worry. I still have to restore the power, and then we have to find an entrance. I'll see you soon. Alcatraz meine ich. Genau, wie Alcatraz sieht das aus hier. Auf der Insel? Ohne Strom, nur laut erzählen. Klamm. Heimlich hier drauf. Erschreckende Musik. Und dann hinter der Ecke steht nix. Ein Audiolog. Ein kleines Audiolog steht hier. Okay. Da ist ein Lift. Der muss nach unten. Oder? Auch nicht? Wie komme ich da rein? Verdammt nicht nochmal. Ich hasse diese Sucherei hier andauernd. Kriegst du doch einen Vogel. Aber die Musik ist schon geil, die passt richtig dazu. Aha. Eine Lift bitte. Keine Cola. Hä? Ach da. Man kann es auch umständlich machen, ey. Wo bist du denn? Wo geht's denn lang? Wo ist die Kamera? Ich brauche eine Kamera, liebe Leute. Ist hier keine Möglichkeit? Wollte ich gerade sagen, es muss da hier irgendwo eine Kamera sein. Denn nur mit diesen Kameras können wir hier arbeiten. Ich weiß geistig nicht bei der Sache. Scheiße. Ey, so viel Fail, das habe ich in keinem anderen Spiel wie hier, ey. Genau, und jetzt fangen wir ganz von vorne an. Na, herzlichen Glückwunsch, Alter. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest, wo ich langlaufen muss. Ey, so viel Fail habe ich in keinem anderen Spiel bisher erlebt, ey. Alter Braten. Mega krasse Scheiße, ey. So, dann laufe ich mal gleich hier rechts lang. Dann spare ich mir den Weg einmal ums Gebäude. Ich glaube, das haben so ziemlich alle Spieler gemacht, die dieses Spiel zocken. Sind erstmal um das ganze Gebäude getobt. Weil sie nicht wussten, so wie ich, wo geht's denn lang? So, da wären wir bei Thema Nummer 1. Kamera, bitte.
Und diesmal verspreche ich, werde ich mich nicht wieder in die Luft sprengen. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt weiß ich auch, wofür der Sprengsatz ist. Boah! One down, two to go. Brrrr. Huh? Lauf doch mal an der Tür vorbei. The generator kick on. It's gonna need more juice than this. Can you look for an entrance? How would Bloom hide a place like this? I hope there's a secret elevator. You pull a switch and the floor drops into a hidden base deep underground. Underwater? We're on an island. Wishful thinking. Up then. One of the buildings. I'll keep looking. Gut, ich habe es jetzt nicht mitgelesen, aber ich weiß, wir müssen irgendwie erstmal den Strom einschalten. Deswegen besuchen wir jetzt Alcatraz. So nenne ich jetzt einfach mal den Bunker. Für mich ist es Alcatraz und kein Bunker. Ich laufe natürlich falsch rum. Wollen wir wetten, ich laufe falsch rum? Warum sollte ich es denn auch einfach haben? Ich kenne mein Talent. You finally found my file. Good thing too. I only had 5 pizza places left to send your way. I hope you enjoyed your dinner Friday. Surely you found at least something you like within those 38 pies. Hey. Look on the bright side. 2 of them were free because the delivery guys couldn't find a place to park in time. You're up to bat, Ray. Make it a good one. Krasse Scheiße, wie komme ich denn da rüber? Schwimmen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Sind da drüben irgendwo Treppen? Es wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Uah. Ein wasserdichtes Telefon. Ein Boot. Kommen wir hier rein? Ist das unser Weg? Vielleicht. Nice work, Fruer. I always took you for a prude, but I guess not if you found my file. I hope you enjoyed your little web tour through the foulest sphincters of the internet. I wonder. Huch. Schön, dass ich das Sicherheitstor entriegelt habe. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich? Da steht ein Auto da drauf. Verrate mir das. Wie komme ich da jetzt drauf? Verdammte Axt, Alter. Wie komme ich da drauf? Wieder mit dem Auto? Nein.
Oh! Runtergefallen. Oh. Wie komme ich da hoch? Verdammt nicht nochmal. Das war echt zum Kotzen hier. Oh. Da komme ich, glaube ich, nicht weiter. Da geht's wieder runter. Und da falle ich wieder ins Wasser. Okay. Da drüben rüber bin und muss dann ganz hoch krabbeln, aber da komme ich ja gar nicht hin. Komme ich denn da hoch? Oh cool, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Alter. Wo ist er denn? Jetzt bin ich gerade irgendwie voll mit Schubbe. Mir war doch so. Ich will keine Kamera. Stunden später. Stunden später. Und Nummer 2. Einer ist noch in Ordnung. Ich meine, in Sinn. Almost there. Once we're in, can you get us online? In my circle? This is the fine of this century. If I fuck it up, you can take away my hacker card. Do you actually have a hacker card? Get us inside. Maybe I'll show it to you someday. I'm working on it. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder zurück irgendwie. Bilde ich mir zumindest jetzt mal ein. Parkour. So, wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt auch noch knacken können. Da kriegen wir alles hin. Nur nicht, dass ich da reinkomme. Och Mann, wieso denn immer ich? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, da ist noch eine Kamera. Und du musst hoch? Ha! Wer da wohl gelacht? Aber erstmal jammern, ne? Das sind die richtigen. Hauptsache erstmal jammern. Hast du keine Lust hier oder was, Macker? Oh, er schwebt in der Luft. Oh, scheiße, ich habe einen Bug entdeckt, oder was? Ein Kranich.
Sollte der mir irgendwas sagen? Herr Kronig? Er soll mir was sagen! So. Da müssen wir rein. Die Tür ist ja offen. Na, das wurde jetzt aber einfach. That should do it. I found it. I just heard the system come back online. Wait for me. Why? It's perfectly safe. Nobody's been inside for years. Because I want to see your face when the door opens. Gut, der Bunker ist online und ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, trotz meiner Fails, trotz meiner selbst in Luftsprengung. Genau, dann bitte ich dich, den Daumen nach oben zu drücken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir. Ciao, bis dahin. Tja, Mensch, Strom in den Bunker zu bringen ist gar nicht mal so einfach. Ich dachte, das wird ein Durchmarsch, ein Kinderspiel, ein Spaziergang, ein was. Ja, nix ist. Ich habe mich stattdessen dann doch mal in die Luft gesprengt zur Abwechslung. War auch mal ganz toll. Aber gut, jetzt haben wir Strom drauf und ich bin dann mal gespannt, wie es dann im Bunker aussieht. Ich freue mich auf die nächste Folge, bin ich ehrlich gespannt drauf und danke dir, dass du zugeschaut hast. Bis dahin, danke, tschüss.